Ja, wie viele Jahre muss man beten quasi? Also, das ist relativ. Also, Pflicht ist es für einen Muslim zu beten, wenn er die Pubertät erreicht hat. Aber die Eltern sind dazu veranlasst, von Rasulullah, dass sie den Kindern das Gebet beibringen, während, dass sie sie zum Gebet aufrufen und ihnen das Gebet anbefehlen, während sie wie alt sind? 7. Aufgepasst! Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass wir unseren Kindern sagen sollen, wenn sie 7 sind, zu beten, was heißt das auch? Das heißt, dass die Kinder mit 7 schon wissen, wie man betet. Und nicht mit 16, 17, mit 18, 19, wenn er XXL trägt, sagen, ja, du musst jetzt beten. Er sagt, ich kann nicht beten. Ich weiß nicht, wie man betet. Nein, er muss schon mit 7 wissen, wie man betet, damit er auch beten kann. Und mit 10 soll man sie nochmal eher zum Gebet aufrufen. Und wenn sie das nicht machen, dann sagt der Prophet, soll man sie schlagen. Sallallahu alaihi wasallam. Aber ein Schlagen, was weder Brüche hinterlässt, was weder blaue Flecken hinterlässt. Dieses was man, wo man sagt, dass man so ein bisschen, ja, Popoklapser sagt man zum Beispiel bei den Kindern. Ja, dass man sie ein bisschen ermahnt und so weiter. Wallahu a'lam. Oder Wasser. Was? Nicht aufstellen, bisschen Wasser. Ja, genau, auch gut. Vor allem zum Fajr. Ja, dhakir al-ashab. Komm mutaddiban.